Nach einem Haufen Off-Topic-Arbeit wird sich in diesem Part endlich Idiot zu Milotic entwickeln. Er ist mittlerweile Level 35. Ein paar andere Pokémon haben hier auch ein bisschen Level bekommen, vor allem Retter. Wir müssen nur noch ein Pokémon schlagen und dann sollte er sich... Also ich habe ihn jetzt mit Pokeriegel voll gefüttert. Mal Level 11, mal Level 23. Bericht irgendwo unter Zustand oder sowas sollte da stehen. Nee. So. So, keine Ahnung, auf jeden Fall ist seine Schönheit auf Maximum. Und er will auch keine Beeren mehr essen. Wir müssen jetzt nur noch ein Pokémon besiegen. Wir können auch ruhig die EP teilen. Hier sitzen Kabutops. Und ich habe auch gehört, Barschwa soll verdammt selten sein. So, ihr seht schon, er ist fast in die Level hoch. Und ich hoffe, es klappt, weil eigentlich ist Schönheit auf Maximum. Schönheit ist auf Maximum, er will auch nichts mehr essen. Und Stärke ist irgendwie auch, ich glaube, es war Stärke, ist auch extrem hochgegangen. Ah nee, das hilft ja nicht bei dem viel, ne? Ah doch, sehr effektiv sogar. Ja, erreicht Level 36 und. Ja! Gott sei Dank. Es war so viel Arbeit. Danke, Chaos. Ohne dich hätte ich das niemals herausbekommen. Dass fucking Barschwa sich zu fucking Milotic entwickeln kann. Dein Idiot wurde zum Milotic. Ja, sorry, dass du mit dem Namen Idiot rumlaufen musst. Das kann jetzt für Attacken wahrscheinlich noch nicht so krasse. Ja. Aber wir werden ihm Surfer beibringen. Wir werden ihm Surfer beibringen, weil das eigentlich auch eine relativ starke Attacke ist. So. Ich habe auch schon ein bisschen durchgeguckt. Surfer wäre so ziemlich das Vernünftigste von allen. Da ist Surfer. So. Zeigtasche kann das ja auch. So. Ja, Platscher kann vergessen werden. Das ist, glaube ich, sofort klar. Heute fliegen wir zu den Routen 129 und 130. Und fangen da, also fliegen nicht, wir werden dorthin gehen. Und fangen da Pokémon, weil es da noch möglich ist. So. Da können wir noch nicht hinfliegen. Ja, auf Route 129 waren wir noch nicht, ne? Dann machen wir uns mal kurz auf den Weg dahin, ne? Weil, obwohl ich habe hier jetzt Milotic, ich kann ja auch mit dem einfach noch weitermachen. Aber hier ist ja... Ne, wisst ihr was? So, erstmal... Schutz, haben wir Schutz? Sollten eigentlich. Ja, Top-Schutz. Sollte eigentlich noch genug sein, Alter. Ja, hier können, irgendwo können wir dann tauchen und kommen zum Versteck. Ja, hier. Hier ist das Team Aqua-Versteck. Route 128 brauchen wir. Ne, 129. Und hier irgendwo... Sollte verdammt doch mal 129 sein. Komm, hier kann man tauchen, oder? Was ist denn hier? Hier sind ja auch immer so kleine Flecken. Kann er auch tauchen? Ja, aber hier ist dann meistens nicht. Ist nur Deko. So. Voll der Betrug eigentlich. Warte, welche Route ist das hier? Keine Ahnung. Okay. Ja, das sind, glaube ich, alles Weg. Warte. Route 129. Okay. Ja, dann das heißt, den haben wir noch nicht geschlagen, wahrscheinlich. Hallo, lol, ja. Ist auch so. Wir kämpfen uns aber noch nicht durch die Routen heute durch. 129, obwohl doch, komm, das machen wir. Komm, das machen wir. Schappet. Ah, das ist der, okay.
Dann gucken wir mal, was unser Milotic so drauf hat mit Surfer. Normal effektiv. Milotic ist geil. Jetzt schon, Alter. Wie nice war das denn? Sieper. Ja, wer was für Retter. Baum ist ja nicht so stark. Leider. Leider haben wir kein gutes Pflanzen-Pokémon. Dann kann das Retter machen. So. Donnerschock sollte da eigentlich reichen. So, danke sehr. Okay. Vor allem, Retter ist jetzt noch ein bisschen höher gelevelt. Da ich noch mit ihm gekämpft habe halt. Ihr wollt nicht wissen, was ich auf manchen Routen für Pokémon getroffen habe. Nicht mehr normal. Okay, Schutz wirkt nicht mehr. Heißt, wir kommen jetzt in Pokémon und das können wir aufnehmen und es ist. Ein Zubat. Aber der kann doch Flug, oder? Boah, ist der Stift geflogen, den ich gerade aus Wut geschmissen habe. Boah, ist der geflogen. Warte, der kann doch, der kann doch. Der kann doch Flug, oder nicht? Ich mach mal Tackle. Okay. Erstaune. Ja, nochmal Tackle. Und mehr traue ich mich nicht. Ja. Ein Critical, der wäre weg. Aber ich kann ja hier mit niemandem irgendwie Statusprobleme bereiten. Das ist gerade scheiße. Dann werfen wir halt die Bälle. Aber Level 29, das ist auch nicht so scheiße. Pokebälle. Gut, dann schmeißen wir halt die Superbälle. Aber Zubat, der wird jetzt zu Golbat, das ist ja gar nicht mal so scheiße. Yes. First try. Ich glaube, ich nenne ihn Flap-Flap. Ja, ich nenne ihn Flap-Flap. So, sind ja diese Viecher aus Mario. Die müssen auch in einem Pokémon-Let's Play vorkommen. Passt das überhaupt? Oh, aber genau. Flap-Flap, ja. Aber der kann doch Flug, oder nicht? Okay, dann machen wir auf dieser Route halt noch weiter, meinetwegen. So. Dann erkunden wir halt noch Route 129. Obwohl das eigentlich gar nicht geplant war. Ach, weißt du, dann fangen wir vielleicht noch Pokémon auf 30 und 31. Hätte ich nichts dagegen. Ah ja, ich habe, glaube ich, außersehen einen Trainer offscreen besiegt, aber der hatte nur ein Pokémon, aber es war ein fucking. Es war ein fucking Regirock, was er hatte. Und Leute, ich habe mir mal angeguckt, was später noch kommt. Ne? Wir sind noch lange nicht durch und es ist schon der 66. Part. Das ist einfach krass und ey, Milotic ist so geil. So geil, Blitzer. Perfekt! Milotic, ey, das ist so geil, der rettet uns. Nach dem Tod von Zubiris ist der so geil. Nee, nicht perfekt. Das ist ja effektiv. Mann, ich habe jetzt gerade gar nicht nachgedacht. Sorry. Es hilft bei Elektro. Ja, Gesteine, aber haben wir nicht. Obwohl. Nein, 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 nein. Warte, warte, warte. So, Bericht. Ja, er ist ja Gestein, aber auch Wasser. Aber ich meine, bei ihm wird der Typ, kann ja Felsgrab einsetzen. Bei ihm wird doch der Typ Gestein bevorzugt, da bin ich mir relativ sicher. Wir tauschen einfach mal zur Eiskartoffel. Blitzer ist ebenfalls Level 34. Vielleicht bin ich ja schneller, oder? Warte, Ruckzuckieb setzt er ein. Okay. Ich mach mal Felsgrab. Ja, Gestein ist das. Eisstrahl. Er macht nur Doppelkick. Oh Gott. Okay, zieht aber nicht sehr viel ab, dafür, dass er auf dem gleichen Level ist und es sehr effektiv ist. Das ist normal effektiv. Warum? Eisstrahl. Ist wahrscheinlich sehr schwach, ne? Ja, dann mache ich nochmal Felsgrab. Ist, glaube ich, auch die beste Wahl von allem, was wir haben. So. Och, kommt schon, Alter. Mann, das gibt's doch nicht.
Aber er macht eh immer nur Ruckzuck-Hieb, deshalb wird es kein großes Problem für uns. So, ich habe das hier wieder einen Moment ungünstig gemacht, weil ich nie sehe, wie lange ich überhaupt aufnehme, Mann. So, jetzt sehe ich's. Und weg mit dir, scheiß Blitzer. Wenigstens bekommt dann halt noch Milotic die EP, ne? Okay, damit wäre dieser Trainer auch besiegt. Geld müssen wir auch noch verdienen, ganz, ganz viel. Und direkt der nächste Trainer. Also, dieses Pokémon-Spiel ist sehr, sehr vielfältig. Es bietet sehr, sehr viel Spielspaß und Spielstunden. Eneko. Okay. Keine Ahnung, welcher Typ. Aber Milotic ist gefühlt genauso ein Allrounder mit Surfer wie damals Raichu immer war, deshalb der immer so overlevelt war. Ja, Surfer geht einfach mit Milotic so ab, Alter. Das war so eine gute Entscheidung, ihm das beizubringen. Dickter. LOL, ein Dickter. Von welchem Typ ist er eigentlich? Weiß ich nicht. Ich setze einfach mal Surfer ein, Level 33. Sehr effektiv. Keine Ahnung. Wahrscheinlich Gestein, oder? Weil das, da hilft Wasser, da bin ich mir sicher. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist Milotic einfach nur episch. So. So viel steht fest. Oh, Doppelkampf. Ich möchte zu Route 130 und dort wieder ein Pokémon fangen, verdammt. Das ist ja auch der Weg zu Xenoville. Vielleicht können wir, vielleicht fahren wir bis Xenoville und setzen da Flug ein, damit wir diese Stadt auch schon mal besucht haben. Relaxo. Und... Achso. X-Bad. Ja, dazu wird wahrscheinlich dann Zubat hinterher. X-Bad, ja, ja. Okay. Ich denke, du machst Surfer auf Relaxo. Ah, nee, es geht ja auf beide. Und er macht Donnerschock auf X-Bad. Und das ist ja Gift, ne? Ist er Gift oder Flug? Weil bei Gift wäre Psy... Moment mal. Moment mal. Dann würde sich Baum vielleicht brauchbar machen. Ah, nee, der ist Gesteinpflanze. Nicht Psycho. Und der hat... Ja, ja, ja. Okay, wir versuchen einfach mal. Aber Donnerstrahl wird ihn eh umbringen. Donnerschock. Wir versuchen es mal. Plus Surfer auf jeden Fall. Ist es effektiv? Ja, ist es. Okay, dann ist er vom Typ Flug. Wäre das auch geklärt. Das heißt aber, dass unser Zubat wahrscheinlich auch Flug kann. Das wäre sehr wahrscheinlich. Oder ich muss ihn vielleicht leveln und entwickeln. Das kann natürlich auch sein. Ja, das kann sein. Aber dann kann wenigstens unser Sklave wieder raus, ne? Oh Gott, das hätte es aber nicht so viel gebracht, fucking Relaxo, aber er schläft. Er wird sich die ganze Zeit wieder heilen, Alter. So, dann machen wir Surfer und Donnerblitz. Ich hab keine Gnade. Das sollte aber töten, in der Kombi mit Surfer. Okay. Ja, natürlich überlebt er das, aber den Surfer überlebt er nicht. Sehr schön, Alter. In der Kombination war das richtig geil. Level 37, wie Idiot. Leider muss ich dich so nennen. Ich dachte, du hast am Anfang dieses drauf. Liebes Milotic. Sorry. Wusste ich nicht. Naja. Okay, hier ist nichts. Ist auch nichts weiter. Okay. Route 130. Okay. Da ist ein Trainer. Ich im Auge behalten. Und hier geht's hoch, aber hier ist auch nichts mehr. Ach, weißt du, wenn du jetzt mir zu langsam bist, dann ist mir auch egal. Haha. Okay, Schutz wirkt nicht mehr. Mich attackiert aber auch kein Pokémon jetzt aber. Und es ist ein... Jo, das ist gar nicht mal so schlecht. Kanimani, das ist gut, das ist gut. Kanimani, das ist super. Aber Level 17 ist es nur... Dann werde ich auch Screen leveln, aber Kanimani ist geil. Er ist Level 17, was tun? Was? Den will ich haben. Das ist aber Level 33, aber... Ich versuch's mal. Mit Bodycheck auf... Oder wisst ihr was, ich werfe einfach mal die Bälle. Er ist auf Level 17, vielleicht bleibt er in dem Hyperball.
Kann sein. Das kann dauern. Das kann verfickt lange dauern. Aber Kanimani ist geil. Okay, dann werde ich einmal Bodycheck riskieren. Bring ihn nicht um. Nein. Nein! Mir fällt aber auf, wir haben noch eine Chance auf Route 131. Fick dich! Warum musst du auch auf Level 17 erscheinen, dieser Bastard? Kanimani wäre so geil gewesen. Warum musste ich so ungeduldig sein und direkt Bodycheck? Das war auch ein Crit, Mann! So eine Scheiße, ey, Minky, ja, komm. Ja, ist flugeffektiv, haben wir. Ja, gut. Subat liegt auf der Box, ne? Das ist blöd. Fuck. So, und zudem ist es jetzt in der Zeit, wo ich das hier aufnehme, in meinem Zimmer so dunkel geworden, dass ich jetzt mal kurz hier das Licht anmachen musste. Und dabei noch Schluck aufbekommen, alles klar. Kanimani! Aber dass es ihn schon in der dritten Gen gab, wusste ich gar nicht. Ich dachte, er kam später. Ihr seid solche Bastarde. Wenigstens konnte ich hier den Doppelkampf verhindern. Aber es kommt noch, meine ich, Route 131. Und auf Xernoville können wir auch noch was angeln. Also. Und er ist auf Level 33, ist klar. Kanimani. Der ist vom Typ Wasser. Auf jeden Fall auch Wasser. So eine Scheiße. Vielleicht ist er noch irgendwie Drache oder sowas. Aber allzu stark ist er auch nicht. Ja. Geil. So. Nein, Mann, du Bastard. Kanimani, ey. Ist klar. Nidorino. Der ist doch, ist der Gestein, weil, also Milotic wäre da ja richtig gut. So. Ich mach's einfach mal mit Milotic. Nidorino, ich meine, der ist Gesteine. Ja, der ist Gestein. Schaut euch den an. Jetzt am Turm werden wir es hören. Nein? Ist er nicht? Okay, er ist eh gestorben, ist mir egal. So. So eine Scheiße aber auch. Wirklich. Warum? Weißt du, wenn du jetzt gerade nicht kämpfen willst, warte ich auf Route 131 und das ist hier. Holy fuck. Nein, Doppelkampf. Ah, egal. Kriegen wir hin. Ja, das ist so eine Pisskacke, Mann. Oh, fuck, Ninjatom. Das kann... Oh, Gott. Ninjatom, bei dem passiert ja manchmal einfach nichts. Warte. Ich mach mal Drache. Mach mal Surfer und Donnerblitz auf Ninjatom. Wird das was bringen? Ne, er vermeidet Schaden mit Wunderwache. Deshalb hasse ich Ninjatom. So, jetzt muss ich googeln, was man... Also, man kann irgendwas gegen Ninjatom machen. Aber was? Also, er selber kann nix. Aber das kann hier eventuell wirklich dauern, bis wir hier mit Verzweifler rumsitzen. Ne? Oh. Ob dann noch Wunderwache überhaupt aktiviert, das ist halt die Frage. So, erstmal googeln. Scheiße. Ich hatte den nämlich mal im Test
Und habe ich das gesehen, dann dachte ich mir, oh scheiße, wenn der mal im Let's Play kommt, bist du gefickt, ne? Kam der nicht sogar mal? Ich bin mir nicht sicher. Ne, der kam nicht. Der kam niemals, ne. So. Alter! So. Aber ich habe mal gelesen, dass man irgendwas gegen ihn tun kann. Nein, nicht vierte Gen. Vierte Gen. Vielleicht. Ach, warte, vielleicht finde ich hier irgendwas. Irgendwas. So. Sandsturm, Hagelsturm, Gift und Verbrennung. Warte, was? Alter, ich möchte hier irgendwas zu Ninjatomen finden. Hier Pokémon Ninjatomen besiegen. So. Wie kann man zum Beispiel im Duellturm an den Hit. Es klappen nur richtig starke Attacken, oder versuch's mal mit Sternschau oder Finte. Oh, Finte, das hatte zu Beerus! Ninjaturm wird nur von sehr effektiven von Attacken. Eisstrahl, 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 Eisstrahl. Beruhigen uns wieder. Ich bin 8 Taucher auf ihn und Retter wird ausgewechselt gegen Eiskartoffeln. Eiskartoffel kann Eisstrahlen. Das war gut, dass ich ihm das beigebracht habe. Ansonsten wären wir jetzt gearscht. So. Er taucht ab, das ist wie Fliegen, dann kann er nicht attackiert werden. Das ist sehr praktisch. So. Ja, er kann nichts. Er kann nichts. Er kann sich nur verteidigen. Nein! Was machst du da? Hä? Ja, es war aus Versehen, sorry. Ich wollte eigentlich Eisstrahl einsetzen. Oh. Ah, ne, nicht oh. So. Ja, Ninjatomir, jetzt halt doch die Fresse. Was hast du eigentlich für so einen Ring über dem Kopf, Alter? Denkst du wirklich, du bist unbesiegbar? Der hat geschrieben Eisstrahl. Ich wollte gerade sagen, wo ist Eisstrahl? Eisstrahl, auf Ninjaturm, komm. Jetzt bist du verwirrt, ne? Verletzt sich. Ah, ne, er verletzt sich nicht selber. Ja, wunderbarer vermeidet Schaden. Bam, vielleicht stirbt er. Ne, er lebt immer noch, dieses Scheiß-Draschel. Komm. Ich will sofort lo wissen, was das ist, alter Mann. Da stand Eisstrahl. Was für sehr starke Attacken denn? Ein Kommentar drunter weiter steht. Alles, was er geschrieben hat, außer Eisstrahl. Feuergestein, Gift, Geist und Unlichtattacken treffen. Gesteinattacken treffen. Felsgrab. Gestein, 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 Gestein. Also versuchen es nochmal. Wir machen nochmal Surfer. Und er macht. Ja, das ist Gestein. Komm, triff einfach! Du machst mich wahnsinnig, Mann! Das Draschel ist schon mal tot. Nice Ton. Komm, jetzt aber triff. Bitte. Bitte. Natürlich! Aber es wurde nicht von Wunderwache abgewehrt. Das heißt, es muss eigentlich funktionieren. Es wurde nicht von Wunderwache abgewehrt. Hey, was ist denn los mit dir, Mann? Mach halt Tackle, das.
Jetzt aber. Guck, das wird von Wunderwache abgewehrt, aber das nicht. Ja, es trifft, Gott sei Dank. Boah. Guck mal, der ist doch sofort tot. So ein Arschloch, ey. Alter, das gibt's einfach nicht. Wenn ich den Typen sehe, kriege ich wieder Aggression. Okay, wir versuchen noch... Warte, wir sind doch schon auf Route 131, ne? Ja, komm, dann gib mir noch ein Pokémon. Gut, Schutz wirkt nicht mehr. Okay, hier schon Xenovil, oder wie die Stadt hieß. Auf jeden Fall ist hier wieder diese Stadt. Oh, das wollte ich nicht, Mann! Hey, Mann! Pilippa. Wasserflug, also ein Job für fucking Retter. So. Zum Glück sind wir jetzt auch hier bald bei dieser Stadt angekommen, denn wir haben eh nicht mehr von Surfer, nicht mehr so viele AP. So. Okay, der macht irgendwas Komisches, deshalb setze ich am besten direkt Donnerblitz ein. So. Gut, danke sehr. Jetzt gib mir noch ein Pokémon, Alter. Okay, hier ist auch nix. Mewtwo! Ninkada. Der kann sich entwickeln zu irgendeinem Ding mit V und das Ding mit V ist dann gar nicht mal so scheiße. Level 25. Fangen wir. Der ist gar nicht mal so scheiße, glaube ich. Klar, der kommt erstmal auf die Backup-Box. Wir nehmen Zubat mit. Aber der scheint gar nicht mal so scheiße zu sein. Ich versuche es mal mit einem Superball. Die haben irgendwie eine höhere Quote. Aber das ist kein Imani. Das ist echt schade. Warum habe ich eigentlich nicht einen Superball nochmal nach dem geschmissen? Hätte wahrscheinlich funktioniert. Zange habe ich ja schon, ne? Sonst hätte ich ihn jetzt so genannt. Faker habe ich auch schon. Wie soll ich den denn nennen, Alter? Ich bin nicht in irgendwie... Arctus. Ey, du bist so geil, Alter. Du bist like Mewtwo. Frag mich nicht, warum ich ihn gerade so benenne. Wahrscheinlich beschwöre ich wieder ihn, dass er als nächstes bei den Trainern kommt. Okay. Hier werde ich direkt angerufen. Kann ich dir Trainer... Nein! Also wir werden hier noch ein bisschen kämpfen müssen, aber wir können ja noch ein Pokémon angeln, ne? Vielleicht mache ich das noch schnell, Machschock. Ja, wir brauchen Zubat, Alter. Aber hier muss ich ja noch ein bisschen trainieren, glaube ich, oder? Der war nicht so stark. Leider, aber es ist auch ihr einziges Pokémon, dieses Machschock. Der durch Surfer stirbt. Nein, er überlebt. Vergeltung, oh Gott. Oh shit! So, danke sehr. Natürlich kein Level Up, ne? Seht ihr doch diesen ganz kleinen Strich da? Meine Fresse. Ah! Hier sind wir also. Mewtwo, habe ich ihn genannt. Dieser Name einfach, ey. Dieser Name. Willkommen... Ach so, ich bin jetzt Flossbrunn. Nein, ich bin völlig falsch. Bin ich in Xenoville gelandet, oder wie das heißt. Scheiße. Nein, wir sind hier, Flossbrunn. Xenero... Ach, da... Da waren wir aber meines Wissens... Können wir da noch nicht hinfliegen. Oh Gott.
Okay, hier gibt's aber ein Poké-Center. LOL. Okay, wir fangen jetzt noch ein Pokémon, Alter. Nee, willst du das mal machen, wir im nächsten Part. So harte Überlänge brauche ich jetzt auch nicht. Also, wir müssen noch ein paar Trainer besiegen, ne? So, Pokémon ablegen, den brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ne? Pokémon nehmen. Also, hier sind alle Toten, ne? Oh Gott, ey. Mewtwo. Oh, 29, den muss ich gar nicht so hart leveln. Den muss ich gar nicht so hart leveln. Nee, hier ist alles gut, ne? Gut. Gut, 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 gut. Dann nehmen wir Zubat mit ins Team. Gucken, ob er fliegen kann. Müsste aber. Zubat, ey. So. Nein, 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 nein. Bericht. Nein, Mann, was machst du denn? So, Bericht. Giftflug, ja. Seine Attacken sind Erstauner, Biss, Flügelschlag, Konfusstrahl. Das ist gar nicht mal so scheiße. Ja, ja, ja. Sollte eigentlich klappen mit Flug. So. Vielleicht muss er sich noch entwickeln und kann es erst dann lernen, aber ich werde Baum ablegen, da er scheiße ist. Also so sieht die Baker-Box aus, Amigo, Baum und Ninkada. Dann nehme ich halt wieder Xatu als Sklaven. Meine Fresse, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Ciao.